فقال ربكم ادعوني قال ربكم ادعوني استجب لكم. أي فاشبخشن في الله سبحانه وتعالى ونيمان فالزن فاشبخشن في الله جل وعلا. Also der, der zweifelt, dass sein Bittgebet nicht erhört wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Er zweifelt an das Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala. Sein Fisch ist dazu sitzen und zu bitten. Wenn Allah dir verspricht, du musst blind daran glauben. Willst du das erreichen? Hier das Bittgebet. Wie kannst du mit Allah reden und gleichzeitig an was anderes denken? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهده واستنى بسنته إلى يوم الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم hat nicht Geld oder Gold hinterlassen für Sahaba, sondern das alles, was als Offenbarung bekam, hat das hinterlassen für Sahaba رضي الله عنه. Und das ist die wahre Erde im Islam. Das heißt, manche haben noch Dawa gemacht, manche saßen in einer Ecke, haben Dawa gemacht, manche haben Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt. Und unterschiedliche Kreise gab es halt. Ihr kennt die Geschichte von Abu Huraira, als er dann kam, zum Markt gegangen ist, während die Menschen beschäftigt sind mit dem Markt, mit Handel und Geschäft. Plötzlich Abu Huraira wendet die Menschen Richtung Akhira. Sagt, eilt euch zur Moschee von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dort wird die Erbe vom Prophet sallallahu alaihi wasallam geteilt. Sie haben sich geeilt, die Menschen, denn die haben natürlich was anderes verstanden als das, was Abu Huraira meint, radiallahu anhu. Die haben verstanden, gesagt, die Erbe, vielleicht Gold, Silber, Geld wird da geteilt. Als sie dort ankamen, kamen sie zurück danach direkt und hat dort gewartet, Abu Huraira, radiallahu anhu, hat gewartet. Er wusste, sie werden zurückkommen, weil sie alles anders verstanden haben. Dann sind sie zurückgekommen, die haben gesagt, wir haben nicht gefunden, was du gesagt hast. Sagt, was habt ihr gesehen? Sagen, ja, Kreise, Menschen gedenken Allah, manche beten. Manche sprechen über die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala. Verschiedene Sachen haben sie gesehen im Moschee. Das heißt, gute Taten, die werden verrichtet im Moschee, im Haus von Allah subhanahu wa ta'ala. Sagt, wayhakum. O weh, sagt er, das ist die Erbe von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist die Erbe von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Denn Rasulullah hat nichts anderes hinterlassen. Sogar beim Sterben, Rasulullah hat 7 Dirham gehabt. Jedes Mal sagt er, Aisha, spende diese 7 Dirham. Dann wird er unmäßig, dann wacht er wieder auf, sallallahu alaihi wasallam, fragt er, Aisha, hast du sie gespendet? Sie sagt, nein, dann wird er wieder unmächtig. Dann fragt er nochmal, wacht auf, hast du sie gespendet, ihr Aisha? Sagt, nein, ihr Rasulullah, ich bin so zu sehr besorgt und beschäftigt mit dir, ihr Rasulullah. Die Lage von Rasulullah war sehr hart am Sterben. Er hat sehr starke Schmerzen gehabt, sallallahu alaihi wasallam. Und Aisha war sehr traurig und sehr besorgt. Weil Rasulullah sallam kann sagen, das ist sein letzter Moment mit Aisha, radiallahu anha. Dann sagt der Rasulullah, was soll Muhammad sallam sein Herr sagen, Yawm al-Qiyam, ihr Aisha, wenn ich sterbe und ich habe diese 7 Dirham bei mir? Was soll ich Allah sagen, ja Aisha? Spende sie, ja Aisha. Guck mal, Rasulullah. Aber was hat Rasulullah am Ende gesagt? Der letzte Rat. Sorgen von Muhammad. Die letzte Sorge. Das Wichtigste. Seine Umma hat an seine Umma gedacht beim Sterben. Er rief, As-Salah, As-Salah, wa ma malakat aymanukum. Das ist ein Rat für die Umma. Ja, Ummat Muhammad, haltet euch an das Gebet. Das Gebet, das Gebet, sagt Rasulullah. Das Gebet, sagt Rasulullah. Er macht sich Sorgen um seine Ummah. Das ist die Erbe von Muhammad, die gute Taten, die er uns beigebracht hat und gelehrt hat, alayhi salatu wassalam. Ja? Das war die Sorge von Muhammad, sallallahu alayhi wasallam. Und wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir diesen Raum haben. Und wir danken Allah subhanahu wa ta'ala für die Zeit, die er gesegnet hat, weil die gesegnete Zeit, liebe Brüder, ist die Zeit, die man benutzt oder verwendet im Dienst von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du wissen willst, dass Allah deine Zeit gesegnet hat, das heißt, du siehst, Allah subhanahu wa ta'ala benutzt dich immer in guten Taten. Allah ermöglicht dir subhanahu wa ta'ala, dass du gute Taten immer verrichtest. Dass du dich in solche Kreise befindest. Weil das sind Paradiesgarten. Das ist nicht irgendeine Sitzung. Im Auge von Kuffar, im Auge von Ungehorsam, es ist langweilige Sitzung.
Aber die, die Iman haben, sie wissen, es ist ein Paradiesgarten. Diese sitzen gerade, die Malaika sehen diese Sitzung auf dem Himmel, wie wir die Sterne im Himmel gucken. Das sind leuchtende Sitzen. Glanzvolle Sitzung, bi idhnillah subhanahu wa ta'ala. Weil die Malaika befinden sich hier. Wir sind umsingelt von Malaika. Wir sind wirklich umsingelt von Malaika. Wir machen einen Kreis bis Anfang erster Himmel. Sie freuen sich über diese Sitzung. Weil heutzutage die Menschen treffen sich überall auf der ganzen Welt. Manche diese Veranstaltungen sind azib, diese Veranstaltungen. So groß, Lichter und Schmuck, Schönheit, Musik. Aber diese Leute werden verflucht die ganze Zeit, bis sie fertig sind. Der Zorn Allah subhanahu wa ta'ala ist gegen sie gerichtet die ganze Zeit, bis sie fertig sind. Und diese Sitzung Yawm al-Qiyamah für diese Menschen, was wird das? Hasra. Sie werden bedauern diese Zeit, die sie dort verbracht haben. Weil sie dafür bestraft werden. Ich habe letztes Mal gelesen, wenn man die Menschen beobachtet, sie verschwenden einfach die Zeit für irgendwas, was sie schadet, Yawm al-Qiyamah. Am Tag der Abrechnung, das, was sie tun, worüber sie sich freuen, diese Partys, diese Veranstaltungen, diese Treffen, aber sie freuen sich darüber, sie erzählen überall, wir haben das und das gemacht, wir haben uns deswegen und deswegen getroffen. Aber diese Zeit, worüber sie sich freuen, Yawm al-Qiyamah werden sie bedauern, aber ein Bedauern, das kann man nicht beschreiben. Angst kann man nicht beschreiben. Und Rasul sagt, wenn Leute sich treffen und erwähnen Allah nicht in dieser Sitzung, sie stehen auf, ob sie gerade eine Leiche verlassen haben. Wie ob sie bei einer Leiche gesessen haben. Und das wird Hasra für sie sein. Es wird ein bedauerlicher Moment Yawm al-Qiyamah sein für sie, wenn sie sich daran erinnern, an das, was sie gemacht haben, das, was sie gesagt haben in dieser Sitzung. Aber diejenigen, die sich in solche Kreise, bi-idhnillah, wo Allah erwähnt wird, der Islam erwähnt wird, der Iman erwähnt wird, alles, was mit Islam zu tun hat, diese Leute, bi-idhnillah, sie stehen auf Yawm al-Qiyamah und diese Sitzung, bi-idhnillah, subhanahu wa ta'ala, wird sie dazu bringen, Yawm al-Qiyamah, dass sie an der rechten Seite von Allah sein. Sie dürfen an der rechten Seite von Allah subhanahu wa ta'ala sein. Warum? Weil sie treffen sich für Allah und sie trennen sich für Allah subhanahu wa ta'ala. Sie haben sich getroffen nur wegen Allah. Mehr ist es nicht. Nicht weil der Tunesier ist oder der Marokkaner ist oder weil er mein Landsmann ist oder weil er mein Freund ist. Nein, wir sitzen hier wegen Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir müssen so sitzen, sonst haben wir keine Belohnung. Also wir müssen sitzen wegen des Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir deswegen sitzen mit Aufrichtigkeit, am Ende stehen wir auf und Allah hat all unsere schlechten Taten zu guten umgewandelt, alhamdulillah. Aber wann? Bedingung, dass wir mit Ikhlas sitzen. Mit Aufrichtigkeit. Allah sieht zu. Mir ist egal, wer mir zuguckt. Mir ist egal, wer hier ist. Aber mir ist wichtig, dass Allah mir dabei zusieht. Die Ulama sagen, beweise, dass du Ikhlas hast, dass das dein, für dich, du hast ein Empfinden, ein Gefühl im Herzen, dass du von Allah mehr beobachtet wirst als von Menschen. Wenn du reinkommst in die Moschee und du willst beten, du siehst viele Menschen, dir ist egal, ob die Menschen dich beobachten oder nicht. Dir ist wichtig, du hast ein Gefühl im Herzen, Allah beobachtet mich und das zählt für mich. Alles andere ist unwichtig. Die Meinung von den Menschen ist unwichtig. Allah beobachtet mich. Allah sieht mich, Azza wa Jalla. Und dieser Ikhlas, liebe Bruder, ist eine der wichtigsten Taten im Islam, Eigenschaften im Islam. Alle Taten, du kannst so viele Taten haben, wie du willst. Du kannst sogar Jihad fi Sabilillah machen. Du kannst so viel Gutes gebieten, Schlechtes verbieten, das sind wertvolle Taten, die besten Taten im Islam. Aber trotzdem, wenn du ohne Aufrichtigkeit die verrichtest, sie haben keinen Wert mehr bei Allah subhanahu wa ta'ala. Zum Gegenteil, was passiert? Sie bringen dich in Jahannam. Ich erinnere an eine ganz große Geschichte mit Ikhlas. Es gab einen Mann, der hat nachts gespendet. Tagesüber hat man gehört, dass derjenige falsch gespendet hat. Er hat gespendet an eine, wie sagt man das, eine Frau, A'udhu Billah, wie heißt sie auf Deutsch? Prostituierte, A'udhu Billah, und hat für einen Dieb gespendet, aber einen reichen Mann. Die drei verdienen eigentlich die Spende gar nicht. Aber man fragte ihn, warum er das getan hat. Er sagt, ich habe für diese Frau gespendet, diese Prostituierte, wie heißt es? Dirne, sagt, ich habe gespendet. Sagt, ich habe für diese Frau gespendet, weil diese Frau hat diese Arbeit gemacht, das heißt, sie hat sich verkauft, weil sie das Geld gebraucht hat. Sagt, ich habe mir gedacht, wenn ich die spende für diese Frau, wenn sie das Geld hat, sie braucht nicht mehr das zu tun. Das war seine Absicht. Die zweite Absicht, sagt, ich habe diesem Dieb das Geld gegeben. Ich habe gedacht, er hat geklaut, nur weil er das Geld braucht. Also ich gebe ihm das Geld, ich habe gespendet, damit er aufhört zu klauen. Und ich habe den reichen Mann gegeben, das Geld, obwohl er das nicht braucht, aber ich habe ihn mit der Absicht gegeben, damit, wenn ich ihn gebe, er denkt nach, dass er auch spenden muss. Allah hat diesem Mann seine Sünden vergeben und im Paradies gelassen wegen dieser drei Taten. Warum? Die Taten sind falsch, aber die Absicht. Er hat diese drei Taten mit Aufrichtigkeit verrichtet,
Und seine Absicht war es, habt ihr gehört, die Absicht, was es war? Das Gute zu gebieten und Schlechte verbieten auf seine Art. Aber die letzten, die drei Menschen, die Yawm al-Qiyamah kommen, die haben drei der besten Taten im Islam verrichtet. Abu Huraira radiallahu anhu, wenn er diesen Hadith erzählt, dreimal gibt er um. Dreimal. Wird er unmächtig in Hadith. Jedes Mal, wenn er diesen Hadith erwähnt, wird er unmächtig. Das ist einmal ein Mujahid, einer, der alles verlassen hat. Seine Frau, seine Kinder, sein Zuhause. Alles verlassen, wegen Allahs im Kampf gezogen. Er hat gekämpft, ist Shahid gefallen. Im Auge der Menschen ist Shahid. Ist Märtyrer. Aber der steht ja um Al-Qiyamah auf vor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, Abdi, was hast du mit meiner Gabe getan? Und wir werden alle nach all diese Gaben, die wir haben, werden gefragt. Alles. Das dürft ihr nicht vergessen. Wir werden nach all das, was wir besitzen, alles, was wir bekommen haben, von Allah gefragt. Nach jeder Einzelheit. Und dieser Mann, der gekämpft hat, Allah fragt ihn, was hast du mit meiner Gabe getan? Sag, ja Allah, ich habe für dich gekämpft. Ich habe für dich gekämpft. Und ich bin Märtyrer für dich gefallen, ja Allah. Allah sagt, nein. Hier ist eine sehr wichtige Sache. Allah sieht auf unsere Herzen. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا لأموالكم إنما ينظر لقلوبكم وأعمالكم كما قال صلى الله عليه وسلم. الله achtet nicht auf eures Aussehen oder eure Vermögen oder Hab und Gut, was ihr besitzt, sondern Allah achtet auf eure Herzen und eure Taten. Und dieser Mann im Augen der Menschen hat gekämpft wie ein Löwe. Aber Allah hat seine Absicht gesehen, die stimmt überhaupt nicht. Allah hat gesagt, du hast gekämpft, damit sie sagen, du bist mutig. Deswegen hast du gekämpft. Abdullah ibn Mubarak, ein sehr enthaltsamer Tabi'i, sehr, sehr starker Tabi'i. Jedes Mal im Kampf versteckt er sein Gesicht, bevor er rausgeht. Man fragt ihn, warum tust du das? Er sagt, ich habe Angst, so stark zu kämpfen und nachher tue ich das alles nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Man erkennt mich, man lobt mich, dann ist meine Belohnung weg. Und so sagt, wenn ich mich bedecke, keiner kennt mich, alhamdulillah, und ich weiß, dass meine Absicht für Allah ist. Die haben Angst damals gehabt, die Menschen. Sogar manche haben geweint beim Gebet. Die haben richtig geweint beim Gebet. Danach haben sie die Nase geputzt und sagen, subhanallah, diese Erkältung stört. Damit keiner weiß, dass sie geweint haben. Keiner. So waren die, haben Angst in ihren Taten gehabt, diese Menschen. Sie fürchten Allah. Was sagt Allah zu diesem Mujahid? Die haben ja schon gesagt, dass du mutig bist. Also deine Belohnung hast du schon bekommen. Das, was du verlangt hast, hast du in Dunya bekommen. Die haben schon gesagt, du bist mutig. Fertig, aus. Was willst du noch von mir? Es gibt keine Belohnung mehr für dich. Sagt Allah, ab in Jahannam. Die Tat ist die beste Tat im Islam. Das ist der Urlaub von Sahaba, radiallahu anhu. Die beste Tat im Islam. Aber die Absicht war falsch. Also diese Tat hat ihren Wert verloren. Nicht nur den Wert verloren, sie hat ihn in Jahannam gebracht. Und der zweite ist der reich war. Allah bringt ihn, subhanahu wa ta'ala, sagt, Abdi, was hast du mit meiner Gabe getan? Weil Reichtum ist eine Gabe von Allah, subhanahu wa ta'ala. Er sagt, ja Rabbi, ich habe so viel gespendet für dich. Aber er sagt, Abdi, das hast du nicht getan wegen mir. Du hast es getan, damit sie sagen, du bist großzügig. Du bist großzügig. Und es wurde gesagt, das heißt, du hast auch deine Belohnung bekommen. Ab in Jahannam. Und jetzt kommt der dritte Teil, ein Gelehrter, der das Wissen hat. Und hier Abu Huraira radiallahu anhu gibt um. Abu Huraira radiallahu anhu gibt um vor Angst. Weil die meisten Hadithe, die wir haben von Abu Huraira radiallahu anhu, das Gedächtnis der Offenbarungszeit, ist Abu Hurairah radiallahu anhu. Diese Sahabi widmet seine ganze Zeit das Wissen, dass er sogar nichts mehr zu essen hatte. Er hat sogar nichts mehr sich um Essen gekümmert. Er kippt um auf den Boden und zappelt auf den Boden, dass die Menschen denken, er ist von Djinn besessen. Aber nur, weil er Hunger hatte. Sogar Sahaba haben an ihn gezweifelt. Viele haben an ihn gezweifelt. Ja? Sie haben gesagt, wie alle Hadithe stimmen bestimmt nicht von Abu Hurairah. So kurze Zeit kann er so viel überliefern, mehr als die anderen Sahabi, die schon länger mit Rasulullah waren. Und natürlich, er hat dann bestätigt, sagt er, als er das gehört hat, Abu Huraira sagt, meine Brüder, die Ansar, die waren beschäftigt mit deren Grundstück. Sagt man, ich habe keins gehabt. Sagt, während sie abwesend waren, ich war anwesend bei Rasulullah. Und meine Brüder, die Muhajirin, waren mit Handel beschäftigt. Und ich habe keinen Handel. Und ich war, als sie abwesend waren, ich war anwesend bei Rasulullah. Deswegen habe ich mehr überliefert als euch. Dann haben Sahaba alle ihm geglaubt. Man kennt die Geschichte mit dem Sahabi, der ihn getestet hat. Wie kann sein, dass Abu Huraira so viel Wissen hat, so viel Hadith im Kopf hat? Und hat ihn getestet, hat einen Mann hinterm Schleier versteckt und er hat einen Zettel gehabt, dieser Mann, und die haben ihn 100 Fragen gestellt. Und Abu Huraira radiallahu anhu hat alle beantwortet mit Hadith von Rasulullah sallallahu. Die haben alles aufgeschrieben, was er gesagt hat. Jetzt ein Test. Nach einem Jahr hat ihn wieder eingeladen.
Nach den gleichen Fragen geht er wieder, ich sage, bei Allah kein einziger Buchstabe war verändert. Keine einzige. Und dieser Abu Hurairah radiallahu anhu saß und überliefert diesen Hadith und kippt um. Was für ein Taqwa haben diese Menschen? Was für einen Furcht und Angst vor Allah haben diese Menschen? Ja? Und dann Abu Hurairah sagt in diesem Hadith, der Dritte ist der, der viel Wissen hatte, sagt Allah, was hast du mit meiner Gabe gemacht? Sagt ja Allah, ich habe die Leute weitergelehrt, ich habe mein Wissen weitergegeben. Allah sagt, das hast du nicht deswegen getan. Du hast es getan, damit sie sagen, du bist ein wissender Mann. Und es wurde gesagt, ab in Jahannam. Jetzt hier drei Taten und hier drei Taten. Die erste Geschichte. Drei Taten, die falsch sind, aber die Absicht hat diesen Taten so viel Wert gegeben, dass er im Paradies reingegangen ist. Die Absicht, die Aufrichtigkeit. Sagt, und die anderen drei Taten sind die besten im Islam, aber haben einen Wert verloren, weil die Absicht falsch ist. Und sie haben ihn in Jahannam gemacht. Also das Wichtigste im Islam, in jeder Tat, dass wir fühlen, wir werden beobachtet von Allah. Allah sieht uns, Allah sieht unsere Herzen. Allah sieht unsere Herzen. Ein Hadith Qudus ungefähr bedeutet, hat der Buddha heute erwähnt, ungefähr, wo Allah sagt, Jalla fi ula, wenn ich weiß, wenn die ganze Himmel und Erde und die Bewohner der Himmel und Erde gegen meinen Diener sind, sie planen gegen meinen Diener, sie wollen ihn wehtun, ja, sagt Allah, wenn ich sehe von meinem Diener, von seiner Absicht aus, das Wichtigste, nicht ich sage, ich vertraue auf Allah, mein Herz vertraut auf Anwalt oder auf irgendwas anderes, a'udhu billah. Nein, auf Allah, wenn ich sage auf Allah, dann muss es auf Allah sein. Das heißt, dein Herz muss das empfinden, dass er wirklich zufrieden ist mit Allah subhanahu wa ta'ala und Allah genügt ihn jalla fi ula. Allah sagt, wenn ich es sehe von seinem Herzen, sage ich, werde ihnen einen Ausweg verschaffen. Alle sind gegen dich, die ganze Menschheit, die ganze Malaika, die ganze Jinn und Shayatin, sogar die Tiere, alle sind gegen dich. Alle Himmelbewohner und alle Erdbewohner. Allah sagt, Abdi hat, ich sehe seine Absicht, er vertraut nur auf mich. Er verlässt sich auf mich und das sehe ich von seiner Absicht. Allah sagt, ich werde einen Ausweg verschaffen. Also wichtig, Lieben, dass wenn wir sitzen, egal welche Tat wir verrichten, bevor du gehst irgendwo hin, ich tue es für Allah. Ich tue es für Allah. Und nur wegen Allah, subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar, radiyallahu an, ist nachts rausgegangen, nach Fajr. Also Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu an, ist nach Fajr immer rausgegangen, keiner wusste von ihm. Bis eines Tages Sayyidina Umar ihn gesehen hat. Achtet auf diese Ikhlas, auf diese Aufrichtigkeit von Abu Bakr radiallahu anhu. Folgt ihm, sieht dann, dass er in ein Zelt reingegangen ist. Altes, ist ein altes Zelt. Subhanallah, Sayyidina Umar wartet, bis Sayyidina Abu Bakr rausgegangen ist. Sayyidina Abu Bakr war weg, Sayyidina Umar geht in diesem Zelt rein. Was sieht er? Eine sehr alte Frau. Eine sehr alte Frau. Eine blinde Frau. Sie war blind, alt. Sayyidina Umar setzt sich bei dieser Frau und sagt, wer ist dieser Mann, der zu dir reinkommt? Was macht er bei dir hier? Sagt, guck mal, sagt, er kommt jeden Fajr, nach jedem Fajr-Gebet kommt er zu mir, kehrt bei mir, macht sauber alles hier bei mir, milkt mir meine Ziegen und vorbereitet mein Essen und ich weiß nicht, wer das ist. Sayyidina Umar fällt auf seine Knie und fängt an zu heulen. Fängt an richtig zu weinen, Sayyidina Umar. Sagt, du hast uns müde gemacht, ja Abu Bakr. Ja, das heißt, wir werden nie erreichen, das, was du machst, ja Abu Bakr. Die Frau weiß noch nicht mal, wer der ist. Sie wissen es nicht. Sayyidina al-Hussein. Sayyidina al-Hussein, es gab 300 arme Familien in seiner Zeit. Und irgendjemand versorgt diese Familien. Irgendjemand versorgt diese Familien mit Essen und Trinken. Und keiner weiß, wer das ist. Keiner. Keiner wusste das. Denen ging es gut. Nach dem Tod von Sayyidina al-Hussein, ja, nach dem Tod von Sayyidina al-Hussein, haben erst die Menschen gemerkt, wer sie versorgt. Wie haben sie das gemerkt? Er hat immer, kennt ihr diesen, wo man Brot backt, also wo das sich dreht, das Teil da. Wie heißt es? Hm? Ich kann das leider, Ich weiß nicht, Brot, genau, das ist der Steinofen, genau. Was hat er gemacht, nachdem er fertig war mit dem Kochen? Er hat das auf seinen Rücken getragen, sehr heiß auf seinen Rücken getragen. Als sie ihn gewaschen haben, erst dann haben sie gesehen, erkannt, dass er derjenige war, der diese Familien versorgt hat, weil die haben im Rücken gesehen so eine Spur von Verbrennung in seinem Rücken. Aber keiner wusste, wer das war. Niemand wusste das. Heimlich. Heutzutage, wie, mashallah, vielleicht vergessen, Herr Berlin kennt dich jeder. Und die Besten bei Allah sind die, wenn sie kommen, keiner kennt sie. Und wenn sie gehen, keiner vermisst sie.
بس اندي بستم بالله سبحانه. الأتقياء الأخفياء من المنزل. الأتقياء ديدي الله في أسن ونديدي كاينة كنت. بس اندي بستم بالله سبحانه وتعالى. خير إن شاء الله. فوتنو كوتسا إنن بس يزيبسن مت أوفر سيسكوات إن شاء الله. ذيقن الله سبحانه وتعالى. أنزا تيما أنتش استسبوف ابن القيم رحمه الله دي أوس غايشن دي أنتوات في دين دي نخ. دا هايلن دي ميديسين في خاكت. ودا الداء والدواء. هايس الداء والدواء. Also die Krankheit und ihr Medizin. Das ist ein Buch von Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Letzte Woche haben wir ein bisschen gesprochen, davor die Woche haben wir ein bisschen gesprochen über Koran, dass Koran die Heilung ist. Wir haben die Geschichte gesehen mit dem Sahaba, als sie unterwegs waren. Die waren bei den Arabern gewesen und die wollten, die haben bei den Arabern nach Essen gefragt. Die Araber wollten das nicht. Und dann haben sie sich zurückgezogen von dieser Leute. Was haben die dann gemacht, Sahaba radiallahu anhum? Sie haben da gesessen. Diese Leute, während Sahaba da saßen, der König von diesen Leuten wurde von einem Skorpion gebissen, also vergiftet. Sofort haben sie mit allen Mitteln versucht. Sie haben mit allen Mitteln versucht, diesen Mann zu heilen. Alle Medizin benutzt, hat nichts genutzt. Was ist dann passiert? Sie sind die Sahaba radiallahu anhum gegangen. Sie haben gesagt, kann jemand euch für diesen Mann behandeln? Ein Sahaba sagt, ich kann eine Ruqya machen. Ruqya ist heilen durch Koran oder durch Bittgebete von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die Sahaba sagt, aber ich mache das nicht. Weil wir haben euch um Essen drum gebeten, um Gastfreundschaft drum gebeten, ihr habt das abgelehnt. Also ich lehne das ab, nur wenn ihr wenn ich das mache, ihr gebt uns eine Anzahl von euren Herde, also eure Ziegen oder Schafen, ja, sonst mache ich das nicht. Dann diese Leute waren einverstanden damit, dann ist dieser Sahabi aufgestanden und hat dann auf dieser Stelle gespuckt und hat dann Fatiha gelesen, die Öffnungssure gelesen, hat so lange gelesen, bis der Mann, dieser kranke Mann, dieser Führer von diesem Volk, aufgestanden ist. Sagt, wie ob er gerade von seiner Binde losgerissen wurde. Das heißt, er ist aufgestanden, ist gegangen, sagt, ob er nie verletzt war, ob er nie vergiftet war, ob er nie krank war. Ja? Und hier sagt Ibn al-Qayyim, rahimahullah, und dann Sahaba natürlich haben das genommen, gingen zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die wollten das nicht verteilen, sagt, erstmal fragen, ist erlaubt, für diese Sache Geld zu nehmen oder eine Belohnung zu nehmen, gingen sie zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, und Rasulullah sagt, wo wollt ihr wissen, dass es eine Ruqya ist? Woher wollte das wissen, dass es Behandlung mit Koran ist? Woher wollte das wissen? Aber aus Spaß hat es gesagt, Rasulullah. Am Ende sagt, also ungefähr sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sagt ungefähr, ihr habt richtig gehandelt, sagt alaihi wasallam, sagt, schneidet für euch ab, also verteilt diese Fleisch unter euch und vergisst nicht meinen Anteil, sagt Rasulullah. Das heißt, hier ist ein Beweis, dass man für Ruqya auch Geld nehmen darf, eine Belohnung nehmen darf. Es ist erlaubt, es ist nicht verboten, alhamdulillah. Das ist ein Beweis für diese Geschichte. Und hier Ibn al-Qayyim sagt, der Koran wirkte so auf die Krankheit, so auf diese Gift, ob er nie wäre. Ob es nie existiert hätte. Und hier Ibn al-Qayyim selber sagt, Ibn al-Qayyim sagt, rahimahullah, ich habe lange Zeit verbracht in Mekka, sagt, und ich wurde krank. Ich bin krank geworden, ich habe aber keinen Arzt gefunden und keine Medizin gefunden. Was sagt Ibn al-Qayyim, rahimahullah? Sagt, dann habe ich mich mit Fatiha geheilt. Das heißt, er hat die Fatiha benutzt, die Eröffnungssuche benutzt, alles Heilmittel. Ja? Und Rasul sagt im Hadith, hier Shafiya wal Kafiya, also Eröffnungssuche, sie ist die Genügende und die Heilende. Und Ibn al-Qayyim hat diese Gewissheit darüber gehabt und hat sich damit behandelt, sagt, dann habe ich außergewöhnliche Wirkung gesehen. Ich bin dadurch geheilt worden. Was passiert danach? Sagt jeder, der zu mir kam. Jetzt Ibn al-Qayyim kann diese Medizin weitergeben, warum? Weil er das selber probiert hat und es hat bei ihm geklappt. Also er hat jetzt die Gewissheit, dass das die Heilung ist. Also er kann es jetzt weitergeben. Was ist passiert? Jeder, der zu ihm kam, sagte Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ich habe ihn empfohlen, sich mit Fatiha behandeln zu lassen. Und haben viele getan und viele haben außergewöhnliche Wirkung gesehen von Fatiha, von der Eröffnungssuche. Hier macht uns klar, Ibn al-Qayyim, bi'idhn Allah subhanahu wa ta'ala, dass die erste Heilung ist der Koran. Die erste Heilung ist der Koran. Und die zweite haben wir gesagt, huwa al-Dua. Und das ist sehr wichtig, al-Dua, das Bittgebet. Heute wird viel vernachlässigt, das Bittgebet. سيدنا علي زكت الدعاء سلاح المؤمن ونور السماوات والأرض. Das Bittgebet ist die Waffe der Gläubigen. Ist die Waffe des Gläubigen und sagt, es ist das Licht der Himmel und Erden. Das sagt سيدنا علي رضي الله عنه. Allah sagt, وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Allah سبحانه sagt, also bittet mich, ich werde eure Bittgebete erhören. Ulama sagen hier, bittet mich, also Allah سبحانه hat einen Befehl gegeben, جل في علاه. Amr, ادعوني, ist ein Amr. Bittet mich, meine Diener. Das heißt hier, du verrichtest einen Befehl von Allah, subhanahu wa ta'ala, wenn du dich hinsetzt und bittest Allah. Und für jeden Befehl wirst du belohnt, denn du verrichtest. Und das zweite, استجب لكم,
ist ein Wa'd min Allah, ein Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala. Also der, der zweifelt, dass sein Bittgebet nicht erhört wird von Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah ihm nicht antwortet, er zweifelt an das Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist ein Problem, Yawm al-Qiyam. Das heißt, wenn Allah dir was verspricht und niemand hält sein Versprechen wie Allah, wenn Allah dir was verspricht, du musst blind daran glauben. Allah hat das gesagt, Ende aus. Es gibt keinen Zweifel mehr. Du musst davon überzeugt sein. Allah hat gesagt, Abdi, bitte, also bitte mich, flehe mich an, ich werde dein Bittgebet erhören. Und hier Ibn al-Qayyim sagt sehr schöne Worte, sagt, وَكَذَلِكَ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَابِ فِي دَفْعِ الْمَكْرُوبِ وَحُصُولِ الْمَطْلُوبِ. Sagt, das Bittgebet ist die zweite Heilung im Islam. Und sagt, ist einer der besten Gründe, besten Mittel, ja, also die wir benutzen können, um unseren Problemen zu lösen, unsere Prüfungen zu lösen, Alhamdulillah, zu bestehen. Sagt, und das, was wir verlangen, zu verschaffen. Jeder von uns hat Wünsche. Jeder von uns hat irgendwas, was er sich wünscht. Was er erreichen will. Willst du das erreichen? Hier das Bittgebet. Ist der beste Mittel, um das, was du wünschst und das, was du erreichen willst, zu bekommen. Sag um das Beste, womit wir die Probleme beseitigen können. Sag um Gefährt ibn al-Qayyim, rahimahullah. Sag aber, das Bittgebet kann sein, dass er schwach wird. Also das Gebet kann sein, dass er schwach wird. Es gibt Bedingungen, wie das Bittgebet bei Allah erhört wird, subhanahu wa ta'ala. Eins davon sagt ibn al-Qayyim, das Bittgebet ist schwach. Das Bittgebet selber ist schwach. Was heißt hier, ist schwach? Er ist falsch. Dass du bittest Allah um etwas, was Allah nicht liebt. Weißt du, du bittest um, jemand hat dich vielleicht verletzt ein bisschen, du bittest Allah, dass Allah ihn zerstört. Das ist falsch, A'udhu Billah. Oder du bittest, dass die Verwandtschaftsbande nicht mehr gepflegt wird. Du bittest Allah, dass zwar eine Ehe auseinandergeht. Das kannst du vergessen. Allah hasst diesen Bittgebet, also dieses Bittgebet erwarte nicht eine Antwort von Allah subhanahu wa ta'ala. Sogar das Bittgebet gegen dich selbst oder gegen deine Kinder, das hasst Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, kein falsches Bittgebet machen. Nicht gegen die Muslimen. Nicht, dass die Familien auseinandergehen, A'udhu Billah. Dass jemand vielleicht arm wird. Ja, Allah macht den arm und den arm. Es gibt in unserer Heimat genug davon, A'udhu Billah. Ja, oh Allah vernichte diese Familie und macht diese Familie arm und macht das A'udhu Billah. Das ist der Hass von Allah subhanahu wa ta'ala. Also einer der Gründe, dass das Bittgebet nicht erhört wird, das heißt, er ist schwach, das heißt, er ist falsch. Also du bittest Allah um etwas, was er hasst. Das kannst du vergessen. Das ist einer der Gründe, warum das Bittgebet nicht erhört wird. Oder, das ist eine der sehr wichtigsten Sachen heute, und das erleben wir oft, jemand sitzt, macht Dua, sein Handy klingelt, vergisst Allah und telefoniert. A'udhu Billah. Das heißt, du warst gar nicht bei Allah anwesend. Hier sagt er noch ein zweiter Grund, warum das Bittgebet nicht erhört wird, sagt, das Herz ist abgelenkt. Das Herz, während er sitzt da und bittet Allah mit seiner Zunge, das Herz ist beschäftigt. Oder ist halb mit Allah und halb mit seiner Familie, halb seiner Küche, spaziert in seiner Küche. Oder schwebt in Tunesien, oder schwebt in Marokko, oder schwebt, weiß Allah, in der Schule oder im Studium und spricht gerade mit Allah. Weil das Bittgebet ist ein Gespräch zwischen dir und Allah. Wie kannst du mit Allah reden und gleichzeitig an was anderes denken? Das ist ehrlich gesagt Unverschämtheit. Das beweist, dass wir Allah gar nicht kennen. Das beweist, dass wir Allah nicht respektieren, subhanahu wa ta'ala. Und der Beweis, dass wir kein Wissen über Allah haben, jalla fi ala. Wenn du bei einem König so sitzt, der wird dich rausschmeißen. Der wird dich rausschmeißen. Aber Allah gibt dir immer wieder die Chance, subhanahu wa ta'ala. Also die zweite Sache, die Abwesenheit des Herzens. Oder, sagt Ibn al-Qayyim, das heißt, das Herz ist nicht ganz anwesend beim Bittgebet. Halb, halb. Vielleicht 80% woanders und 20% bei Allah. Nein, in diesem Moment, dein Herz gehört Allah. Dein Herz gehört Allah. Die Geschichte von Musa, als der Mann am Weinen war, am Bittgebet machen, er weint. Guck mal, jemand weint und Musa sagt, ja Rabbi, wenn er mich so bittet, ich werde ihm jetzt schon längst gegeben. Ich hätte schon längst seine Sache erledigt. Allah sagt, ja Musa, hier ist eine Sache wieder wichtig, Allah sieht auf unsere Herzen. Noch ein Beweis, dass Allah auf unsere Herzen guckt. Was passiert? Allah sagt, ja Musa, seine Zunge ist mit mir, aber sein Herz ist beschäftigt mit seiner Herde, Musa. Deswegen hat Allah seine Sache nicht erledigt. Also wichtig die Anwesenheit des Herzens während des Bittgebets. Also das Bittgebet muss richtig sein. Und zweitens, was ist, also darf nicht falsch sein und dein Herz muss anwesend sein. Er hat hier auch eine sehr schöne Sache, noch ein Beispiel gegeben, sagt mit einem Pfeil, Bogen und einem Pfeil. Du hast einen Bogen und du hast diese Schnur an diesem Bogen. Aber diese Schnur ist sehr, sehr locker. Normalerweise muss man sie richtig ziehen. Sagt, es ist sehr locker und du hast den Pfeil. Ihr müsst dieses Beispiel verstehen. Du nimmst diesen Pfeil und du steckst es in diesen Schnur und du ziehst. Es geht raus, aber ganz schwach, trifft sein Ziel nicht. Aber wenn du die Schnur festmachst, ja, und dann ziehst, das dehnt sich richtig.
dann zieht das geht richtig stark raus und trifft sein Ziel. Dieser Pfeil ist das Bild Gebet und dieser Bogen bist du, dein Herz. Wenn dein Herz abwesend ist, so geht dein Bild Gebet zu Allah raus. Erreicht vielleicht das Dach vom Musik und wieder zurück. Aber wenn dein Herz anwesend ist, das heißt die Schnur ist fest, dann ziehst du, dann trifft er sein Ziel. Das heißt, dein Bittgebet ist richtig rausgegangen zu Allah Jalla fi'ala. Ja? Trifft, kommt bei Allah an und Allah erledigt deine Sache. Aber eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Dass Allah entscheidet, wann und wo das Bittgebet erhört wird. Deine Pflicht ist, da zu sitzen und zu bitten. Viele verstehen das falsch, wartet sofort auf die Antwort. Manchmal kommt sofort, manchmal nicht. Wenn sie nicht kommt, weil Allah weiß besser wie du. Allah kennt die Zukunft, Jalla fi'ala. Du nicht. Du willst eine Frau heiraten, ja Allah, diese Frau will ich sonst nicht. Du bist stur. Ja Allah, ich will nur die, keine andere. Aber Allah kennt diese Frau besser wie du. Du kennst vielleicht vom Äußeren diese Frau, aber Allah kennt das Innere dieser Frau. Du kennst das Innere von dieser Frau nicht. Das Äußere soll dich nicht täuschen. Und du machst Dua immer weiter, aber Allah subhanahu wa ta'ala gibt sie dir nicht. Und irgendwann mal lernst du eine andere kennen und du bist aber nicht ganz zufrieden mit ihr. Aber nach Jahren erkennst du, ah, diese Frau, die Allah mir gegeben hat, ist besser als die. Warum, ja, Achi? Wallahi, la ya'lamu al-ghayba illa Allah. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Aufpassen, dass ihr nicht etwas hasst, was gut für euch ist. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah weiß und ihr nicht. Was heißt Allah weiß und ihr nicht? Allah kennt die Ergebnisse von dem, was du willst. Das heißt, wenn du sagst, ich will dir heiraten, Allah gibt sie dir, Azza wa Jal. Aber dann gibst du mit dir ein, zwei Monate Krach, Probleme, Augenblatt, dann Scheidung und Gericht und Verlust und du musst zahlen ohne Ende. Allah hat dich geschützt, subhanahu wa ta'ala, indem er diese Frau nicht gegeben hat. Aber er gibt dann andere, die zu dir passen, weil Allah kennt seine Menschen und seine Geschöpfe besser wie du. Also du musst damit zufrieden sein. Lass Allah für dich aussuchen. Willst du aussuchen als Mensch oder er? Er kennt die Zukunft. Er weiß besser, was geschieht, subhanahu wa ta'ala. Er weiß, wenn du diese Frau hast, ist ein Problem. Es gibt eine Überlieferung, sagt, ein Diener, Allah bittet Allah um viel, viele Sachen. Ja, Allah, gib mir das. Allah gibt dir nicht, weil er weiß, dass es schlecht für ihn ist. Am Ende der Mensch dringt und dringt, bis Allah aus seiner Großzügigkeit gibt ihm diese Sache. Er benutzt sie für die Ungehorsamkeit. Allah, Allah sagt, Abdi, ich stehe kurz bevor, sauer auf dich zu sein und nie mehr auf dich zufrieden zu sein. Nie mehr. Das heißt, du willst etwas, da gibt dir Allah. Aber Allah hält das ab von dir, weil er weiß, dass es schlecht für dich ist. Und Ulama sagen, inna, idha masak Allah shay, fadhalika ata. Wenn Allah dir etwas vorenthält, und gibt dir die Sache nicht, das Vorenthalten von dieser Sache ist eine Gabe schon. Weil Allah hat dich für etwas Schlechtes geschützt und gehütet und bewahrt. Man muss nur Allah verstehen, subhanahu wa ta'ala, kennen. Du machst Dua mehr nicht. Ja Allah, ich möchte das und das. Allah gibt mich. Die Zeit sucht sich Allah aus. Und das, was er dir gibt, sucht er auch aus. Weil es besser für dich, wenn er für dich aussucht und nicht du für dich selbst. Möge Allah uns beschützen für Haram, inshallah, Rabbil Alamin. Deswegen, Abu Dharr sagt sehr schönen Spruch. Sag, es genügt, wenn du fromm bist, so viel an Bittgebete wie Salz für das Essen. Das Essen tust du nicht die ganze Dose da rein. Du nimmst nur ein bisschen mit der Hand und streust ein bisschen, stimmt? So viel Bittgebet wird reichen, wenn du fromm bist. Das heißt, wenn du frommer Mensch bist, tugendhaft bist, du fürchtest Allah, du isst nur halal, du isst nichts Verbotenes, Alhamdulillah, du trinkst nichts Verbotenes, Alhamdulillah, du vermeidest all das, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, dann sagt, so viel Dua genügt, Alhamdulillah, بإذن الله سبحانه das Bittgebet erhört wird. Ich erinnere mich an eine Geschichte von Ansalah, an Tabi'i. Die Leute haben Dua gemacht für diese, also gegen Dürre, nichts, kein Wasser kam. Dann haben sie ihn gerufen. Dann saß er da und hat angefangen, Dua zu machen. Sagt, Jumu'ah war das Freitaggebet. Sagt, er hat nur die Hände gerade so gemacht, Allah schickt Regen. Alle Leute sind glücklich gewesen, er war am Weinen. Hat nur die Hände gerade hochgehoben. Und die Leute sagen, ja, die Leute freuen sich und du weinst, dein Bittgebet wurde erhört. Sagt, das war eine Stunde, wo Allah das Bittgebet erhört hat. Und ich habe es bedauert, dass ich nicht das Paradies verlangt habe. Das war ein anderer Verstand, diese Menschen haben, subhanallah. Imam Ahmed saß mit seinen Schülern, dann kam jemand, dessen Mutter seit 20 Jahren gelähmt ist. Imam Ahmed saß da und lehrt seine Schüler, plötzlich der Junge kommt, so richtig schwer, so richtig mit Problemen. Dann guckt er den an und sagt zu ihm, ja Imam Ahmed, du bist ein guter Mensch und du bist ein tugendhafter Mensch, du hast viel geprüft. Bitte für meine Mutter, die ist seit 20 Jahren gelähmt, ich kann nicht mehr. Imam Ahmed hat blockiert. Er sagt, was erzählst du, das bin ich so, wie du erzählst, ist sauer geworden. Aber natürlich, Imam Ahmed war so, rahimahullah. Und dieser Imam Ahmed, subhanallah, als der Junge gegangen ist, traurig, weil er nicht die richtige Antwort bekam, einer, der da gesessen ist, sagt, wie Imam Ahmed die Hände, Augen hochhebt, nur die Augen, nicht die Hände, die Augen, und bewegt seine Lippen, fertig. Einer, der da das gesehen hat, sagt, ich muss diesem jungen Mann folgen, ich muss gucken, was passiert. Er geht hinter ihm her, sagt bei Allah, er ist noch nicht zu Hause angekommen, und seine Mutter steht auf und macht die Tür auf.
Allahu Akbar. Das sind Menschen, die, wie gesagt, er braucht nur so viel Bittgebet wie Salz im Essen. Und Sufyan al-Thawri, ein Tabi'i. Dieser Sufyan al-Thawri wurde von einem Tyrann gefolgt. Er ist geflüchtet 2 Jahre lang. Nach 2 Jahren kehrt er wieder zurück, weil er keine Lust mehr darauf hat. Er saß im Kaaba mit wem? Mit Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak, Sufyan al-Thawri. Und Rasulullah hat gesagt, رُبَّ أَشْعَةٍ أَغْبَرٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهِ. Es gibt Menschen, die sind stäubig, sind so ungekämmt. Wenn du sie siehst, du ignorierst diese Menschen. Das ist verrückt. Aber wenn er bei Allah schwört, Allah wird das erfüllen, worauf er geschworen hat. Und dieser Sufyan al-Thawri saß plötzlich, hat ein Junge gesagt, ja, der Tyrann ist hinter dir her, der kommt gerade mit seinem Schwert. Und wenn er sein Schwert rausgezogen hat, er erfüllt das, was er vorhat. Und dann Sufyan al-Thawri saß ganz normal. Abdullah ibn Mubarak sagt, steh auf, mach die Leute nicht lustig über uns. Und was für ein Gespräch. Aber wie, sagt er, lauf weg? Nein. Dann ist Sufyan al-Thawri aufgestanden Richtung Kaaba. Und sagt, ich schwöre bei Allah, der wird mich nicht erreichen. Fertig. Der Junge kommt wieder zurück und sagt, der Tyrann ist unterwegs gestorben. Was bedeutet das, ist gestorben? Das heißt, Malak al-Maut war zu dem hingegangen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala schickte den Todesengel wegen des Bittgebet von Sufyan al-Thawri. Al-Bara ibn Malik, ein Sahabi. Ein Sahabi im Kampf sagt, Wallah, ich habe gehört, wie Rasulullah sagt, Al-Bara ibn Malik gehört zu denjenigen, die, wenn sie schwören bei Allah, Allah wird das erfüllen, worauf sie geschworen haben. Und hat geschworen, Al-Bara ibn Malik in dieser Schlacht, hat gesagt, bei Allah, ich werde der erste Märtyrer sein. Und das war auch so. Sahabe, die konnten diese Festung nicht durchdringen. Er hat geschworen, ich werde die Festung durchdringen und ich werde der erste Märtyrer sein. Es ist auch so gewesen, die haben gewonnen, Sahabe, und er war der erste Märtyrer gewesen. Also damit wir unsere Bittgebete, inshallah, erhört werden bei Allah subhanahu wa ta'ala, achten wir auf das, was wir essen. Achtet auf das, was ihr isst, das, was ihr trinkt, was in euren Körper reingeht. Liebe Bruder, wenn ihr haram ist, eure Glieder werden gestärkt für die Ungehorsamkeit. Sag, ob du willst oder nicht willst. Vielleicht du willst nicht ungehorsam sein, aber du hast sie durch das, was du gegessen hast, haram, du hast sie gestärkt, dass du keine Macht über sie mehr hast. Du hast sie, mashallah, wie sagt man das, gefüllt und hast sie Kraft gegeben für die Ungehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Sag, und derjenige, der halal ist, er stärkt seine Glieder für die guten Taten, für die Gehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber Allah jalla fi'ula. Sag, ob er will oder nicht will. Kann sein, der ist ungehorsam, aber ist nur halal. Durch das, was er halal ist, das sind Vitamine für die Glieder, damit sie gehorsam werden gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Also nehmt euch in Acht, inshallah, Rabbil Alamin. Macht eine, wie sagt man das, ein Zoll hier. Achtet darauf, was reingeht. Immer gucken, egal, ich lese, ah, das ist haram, das ist halal. Auch in etwas, diese Unklarheiten. Selber, du stehst am Rand von einem Fluss, gefährlichen Fluss. Du stellst dich dahin und sagst, ja, ich falle nicht. Aber du spielst mit deinem Leben. Verstehst du? Du spielst mit deinem Leben. Kann sein, dass du fällst und du bist tot. Genau ist das mit diesen Unklarheiten. Wenn es Unklarheit ist, du stehst am Rande von Haram. Das kann sein, diese Unklarheiten. Was mache ich? Lieber, kann sein, ich falle in Haram, kann sein nicht. Also lieber lasse ich das. Lieber fürchte ich Allah in diesen Sachen. Ich esse nur Halal. Ich fürchte Allah Azza Jal. Und derjenige, der fürchtet Allah, und der sich hütet vor dem, was Allah verboten hat, Allah wird den Ausweg verschaffen. Es gibt eine schöne Geschichte von jemandem, der wirklich Furcht hatte vor Allah subhanahu wa ta'ala. Der sich hütete vor dem, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Ihr kennt vielleicht die Geschichte mit einem halben Apfel. Das ist der Vater von Abu Hanifa. Kennt ihr die Geschichte? Ja. Das reicht dann schon. Und ihr würdet die kennen. Diese kleine Geschichte zusammenfassen ganz schnell. Das ist ein Mann gewesen, der hatte 3 Tage lang nichts gegessen. Hat Hunger gehabt. Und dieser Mann fürchtet Allah richtig. Eines Tages hat so viel Hunger gehabt, dass er an einem Apfelbaum vorbeigegangen ist, die halb rausgeguckt hat und hat einen Apfel genommen, weil er so viel Hunger hat, hat gegessen die Hälfte. Danach ist er aufgewacht und hat gedacht, oh, ich habe gegessen, ohne zu fragen. Das ist verboten, was ich gegessen habe. Dann klopft an diese Tür, da wo er diesen Apfel genommen hat. Dann kommt jemand raus, sagt er, und? Sagt er, gehört dieser Baum euch? Sagt er, nein, der Besitzer ist ein paar Kilometer entfernt und geht dahin, er findet sie. Er hat diese Hälfte von diesem Apfel in seiner Hand und der macht sich Gedanken über die Strafe von Allah, Yawm al-Qiyamah. Der geht bis dahin zu Fuß, geht dahin und sucht nach diesem Mann, klopft, kommt der Mann raus. Sagt er, dieser Baum gehört euch? Sagt er, ja. Sagt er, was ist los? Sagt er, ich habe davon gegessen. Und ich habe die Hälfte gegessen, dann habe ich mich erinnert, dass ich nicht gefragt habe. Und ich habe Angst vor der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Damit ich nicht bei Allah am Tag der Abrechnung bestraft werde, sagt er, bestrafe mich bitte heute. Der Mann wundert sich. Sagt, okay, ich bestrafe dich, du heiratest meine Tochter. Und wenn es dir bestrafen, so ist gut. Dann sagt er, wie? Ich sage zu dir, ich will bestraft werden. Und du sagst mir mit deiner Tochter, sagt ja, aber eine Sache musst du wissen, meine Tochter hört nicht und sieht nicht. Sie ist blind, sie ist taub, sie ist stumm, sie redet nicht. Sagt er, wie sie ist. Sagt, und sie geht auch nicht. Sie läuft nicht. Sagt, was ist los? Der Mann hat Schock bekommen. Diese Strafe jetzt oder die Strafe vom jüngsten Tag?
Und die Strafe vom jüngsten Tag kann man nicht vergleichen mit irgendeiner Strafe von heute. Dann sagt er, ich akzeptiere die Strafe von heute. Ist einverstanden, einen bestimmten Termin gemacht für diese Hochzeit. Sie geht zu diesem Vater, die Tochter sitzt im Zimmer, sie wartet. Die haben einen Antrag gemacht, Alhamdulillah. Sagt einen Schritt nach vorne, 10 zurück. Weil er sagte, wie so eine Frau zu heiraten, ja, die bewegt sich nicht, die sieht nicht, sie hört nicht, sie redet nicht. Was soll ich mit so einer Frau? Ein Stück Fleisch, der da liegt. Aber der denkt immer wieder an die Strafe Allah. Dass er etwas verboten hat, gegessen hat und das erwartet ihm in Jahannam. Sagt, ich mache die Tür auf in diesem Zimmer mit Angst, Vorsicht. Ich gehe rein, mache die Tür auf, sagt, ich habe Licht gesehen in dieser Frau wie noch nie zuvor. Sagt, ich habe eine Frau gesehen, Licht und Glanz wie noch nie zuvor. Dann sagt, ich gucke sie so an, sie ist aufgestanden, voll hübsch, Masha'Allah, volle Ausstrahlung. Sagt, was erzählt dieser Mann diese Strafe? Dann sagt er zu ihr, dein Vater hat gesagt, du redest nicht. Sie hat selber Salamu alaikum gesagt. Dieses Salamu alaikum hat schon sein Herz überwältigt, Masha'Allah. Sagt, dein Vater hat gesagt, du redest nicht. Sagt, ja, ich rede keine üble Nachrede. Kein Reiber. Sagt, er hat gesagt, du siehst nicht. Sagt, ja, ich sehe keine verbotenen Dinge, nichts. Sie senkt immer ihre Blicke. Sagt, aber hat gesagt, du hörst nicht. Sagt, ja, ich höre kein Haram. Ich höre nichts Verbotenes. Sagt, du läufst nicht. Hat gesagt, aber ich laufe nicht so Haram, hat sie gesagt. Und sagt, warum hat dein Vater denn mir dich geschenkt? Sagt, aber mein Vater hat gesehen, was für einen Furcht du hast vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Und mein Vater hat sich immer jemanden gewünscht, der so viel Furcht hatte vor Allah. Und du bist derjenige, hat das gesehen, diese Eigenschaft ist in dir. Und deswegen hat mein Vater dich belohnt damit. Und aus denen ist jemand gekommen, der sehr bekannt ist. Wer ist das? Abu Hanifa, rahimahullah. Abu Hanifa nennt man der Argument des Islam. Sagt, wenn er dir sagt, Sand vor dir ist, und sagt, das ist Gold, er hat dafür ein Argument. Und er wird dir beweisen, dass es Gold ist. Und Abu Hanifa, wenn er sprach, er hat einen Sprachfehler gehabt. Der Grund dafür, dass einmal seine Mutter ihn gelassen hat und die Frau, die bei denen gearbeitet hat, ihn gestillt. Und das heißt, seine Mutter hat ihn so reingestillt, so tugendhaft war die Frau. Sehr wichtig, dass die Frau tugendhaft ist, weil diese Milch, was aus ihr kommt, ist gesegnet, spielt eine große Rolle im Erziehen dieser Kinder. Nur weil die Bedienste von ihr einmal gestillt hat, hat diese Sprachfehler gehabt. Aber guck mal, Taqwallah, der sich hütet vor Allah subhanahu wa ta'ala, was Allah mit ihm macht. Ha? Guck mal, Haram gegessen hat Schock, Angst vor Allah. Heute, wie viele Menschen essen Haram. Ein Zeichen von Yawm al-Qiyamah, sagt Rasulullah, so ungefähre Bedeutung, sagt, die Menschen achten gar nicht mehr drauf, woher die Versorgung herkommt, ob es halal ist oder haram ist. Es juckt die Menschheit nicht mehr, a'udhu billah. Und das ist ein Zeichen von Yawm al-Qiyamah. Möge Allah beschützen vor Yawm al-Qiyamah. Es gibt viele andere Geschichten über Taqwallah subhanahu wa ta'ala von Menschen, die außergewöhnlich Geschichten, mashallah, vielleicht nächstes Mal machen wir sie, inshallah. Das war eine kleine Sitzung, verzeiht mir durcheinander ein bisschen. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk.